geht mir schon besser. Missionshinweise. Der kaiserliche Arzt Anton Sokolov wurde gefangen genommen. Sein detailliertes Wissen über die Unterstützer des Lordregenten besitzt unschätzbaren Wert für die Kaisertreuen, wenn er zur Zusammenarbeit überzeugt werden kann. Alles klar. Corvus Gemächter. Okay, dann... Okay, sie liest. Dann gehen wir jetzt runter zu Soko. Notiz von Piero. Corvo, vielen Dank, dass Sie mir einen lebenden Weine organisiert haben. Ein unschätzbar wertvoller Fund für meinen alten Freund an der Akademie für Naturphilosophie. Weil lebende Exemplare nur sehr schwer aufzutreiben sind, Sie können sich sicher sein, dass mein Kollege die Situation so menschenwürdig wie nur möglich handhaben wird. Piero. Alles klar. Das ist ja schon lange her. Vor ein paar Folgen schon. Geil. Geländer springen, yay. Hallo. Na, Mr. Sokolov hat sich wohl erholt. Er hat gut geschlafen und besitzt einen gesunden Appetit. Alles klar. Lass mich jetzt hier raus. Achtung, Bürger von Dunwall. Ich weiß, wie das aussieht. Ich erfinde ein neues Schloss. Die Stifte sehen aus wie Schneeflocken. Natürlich gibt es kein Schneeflockenschloss. Ich habe nur geschaut. Durch das Schloss. Sie sollten hier lieber niemanden hinterherspielen, Jan Piero. Sie darf es niemals erfahren. Ich weiß, Sie sind ein Ehrenmann und Sie können mich jederzeit töten. Aus beiden Gründen entschuldige ich mich und bitte Sie untertänigst um Ihr Schweigen. Oh Gott. Oh Mann. Was sind Sachen? Okay, die macht nichts. So geht es hier nicht, immerhin anderen Leuten hinterher spionieren. Also echt mal hier. Geh mal gar nicht. Oh, ich bin hier im Kreis gelaufen. Hoch. 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 Moment. So, jetzt geht's weiter. Geronimo. Nein, hier wollte man nicht lang. Hallo. Kaiserlicher Arzt, ich glaube, Sie kennen Corvo noch aus früheren Zeiten. Allerdings weiß er, was Loyalität bedeutet. Ich bin mir selbst loyal. Ihr jedoch verkehrt mit dem meistgesuchten Mann des Kaiserreiches. Ich glaube, Corvo hat mit dem Tod der Kaiserin nichts zu tun. Der Meisterspion, oder der Lordregent, wie er sich jetzt nennt, ist ein skrupelloser Tyrann, der diese Stadt zerstören will. Das Herz des Kaiserreichs. Sie irren, wenn Sie glauben, ich wäre ein Freund des Lordregenten. Was auch Ihr Plan ist, Ihre Abschreckungstaktik funktioniert bei mir nicht. Wenn ich es nicht schaffe, Sokolov, dann vielleicht diese Ratten. Selbst ohne die Seuche im Blut habe ich gehört, dass Ratten ein Kind in einer halben Minute bis auf die Knochen abnagen. Und Schlimmeres, wie lange bevor sie reden? Bis sie betteln zu reden? Ratten? Sind das jetzt Ihre Freunde, Admiral? Es sind Ihre Freunde, die uns interessieren, Sokolov. Sie haben ein Bild der Geliebten des Lordregenten gemalt. Der Edelfrau, die mit ihrem Vermögen das Militär finanziert. Sie ist der Schlüssel zur Kontrolle des Lordregenten über die Stadt und wir wollen ihren Namen. Es tut mir leid, Admiral, ich kann Ihnen nicht helfen.
Nun gut, dann werden wir mal mit ihm reden. Sie sind Teil dieser Unruhen, doch ich weiß, dass Sie Ihre Gründe haben. Ja, in der Tat. Alles, was wir brauchen, ist der Name der Geliebten des Lordregenten. Mehr nicht. Den werde ich Ihnen nicht verraten. Sie müssen die Worte schon aus mir rauszwingen, doch ich warne Sie, meine Willenskraft ist legendär. Mal sehen, ob die Ratten hungrig sind. Tut mir leid, Sokolov. Nein, keine Ratten. Stopp, aufhören. Ich sag Ihnen alles, was Sie wissen wollen. Ich bin verpflichtet, Dunwalls größtes Genie zu retten. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich Sie weder sehen noch Ihren ganzen Namen hören durfte. Sie nannte sich selbst Lady Boyle, verstehen Sie? Ich habe Ihre Rückenansicht gemalt und selbst die ist bezaubernd. Aber ich weiß nicht, welche Boyle es ist. Sie sollte mir heute Abend auf einem Maskenball zu Ihren Ehren vorgestellt werden. Ein Termin, den ich jetzt wohl verpasse. Ein Maskenball im Hause Boyle? Heute Abend? Das passt hervorragend, Corvo. Aber die Boyles sind reich und skrupellos, also wird Ihr Haus gut bewacht sein. Natürlich haben Sie schon eine Maske. Nicht wahr, Corvo? Ja, Sie werden sich unter Sie mischen, wenn Sie einmal im Haus sind. Sie müssen herausfinden, welche der Boyle-Damen es ist und sie dann irgendwie eliminieren. Wir sind fast am Ziel, Corvo. Wenn Sie das heute schaffen, können wir den Lordregenten selbst besiegen und Emily auf den Thron setzen. Mögen ihn günstige Winde wehen. Oh mein Geil. Okay. Das heißt, wir kommen schon langsam zum Ende vom Spiel. Wie habe ich das? Fahre mit Sommer. Okay. Dann geht's mal los. Hör. Wie ich höre, sind Sie zur Feier der Boyles unterwegs. Ich habe nur eine kleine Bitte an Sie. Geben Sie bitte Lord Shaw diese Nachricht. Sie erkennen ihn. Ein eher grober Mann in einer Wolfsmaske. Und er sucht wohl nach mir. Okay. Dann gehen wir mal ich los. Ich wusste, dass Sokolov uns sagt, was wir wissen wollten. Jumping! Jumping! Hallo Samuel. Hallo. Der Maskenball der Boyles, wie? Eine spaßige Sache, aber nicht für jeden. Bereit? Jo, ich bin bereit. Bringen Sie mich zum Boyle-Anwesen. Das heißt, müssen wir mal nicht töten, sondern uns nur untermischen. Und dann töten. Aber wir müssen uns nicht verstecken. Habe ich es richtig? Habe ich es richtig erraten? Geil. Meine Güte, der Lordregent legt sich für die Boyles ins Zeug. Dachte nicht, dass hier heute Tallboys patrouillieren. Pass auf, Corvo. Die verstehen keinen Spaß. Geil. Gute Nachricht, wenn sie es auf die Feier geschafft haben, werden sie dank ihrer Maske gar nicht auffallen. Genießt den Abend mit Menschen von wahrem Format. Oh, nee. Besser ihr als ich. Bezirk der Anwesen. Töte Lady Boyle. Wie soll ich jetzt noch darüber schon? Eine von den Boyles ist schuldig. Welche ist noch unklar? Mische dich unter die Gäste des Maskenballs und die Person zu identifizieren. Alles klar. Feier der Boyles, 112 Meter. Okay. Mal gucken. Tschüss, Samuel. Festgenommen.
auch gleich zu Beginn ihre Stimme. Ist das ein Verbrechen? Warte doch. Ein paar Aufseher gingen vorbei und hatten einen ihrer... Eine ihrer Spieluhren. Sie hörte also mit dem Singen auf, als sie vorüberging. Und Sie dachten, sie wäre eine Hexe. Du hättest es sehen sollen. Sie sind mitten durch die Rosen, haben sie niedergeworfen und dann zum Orden geschleift. Und Sie sagen, wir wären dumm. Wir brauchten einen vom Regenten beglaubigten Schrieb, um sie frei zu bekommen. Aber seitdem ist sie nicht mehr die gleiche. Wundert mich nicht. Ich hab da so Geschichten gehört. Huch. Sie will nicht darüber reden. Eines Tages werde ich einen dieser Fanatiker auseinandernehmen. Und ich mit ihr rücken, der Fall. Oh ne, ich komme hierher ja auch. Komm. Ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? Kein Zweifel. Der Hals da ist. Was geht da drüber? Ich brauche mehr Männer. Du wirst bluten, verdammtes Schwein! Sie haben mich entdeckt. Oh. Okay, ich bin tot. So schon mal nicht. Müssen wir uns erstmal hinschleichen. Alles klar. Achtung, Bürger! Räumen Sie die Straßen! Dieses Gebiet steht auf Wunsch der örtlichen Hauseigentümer nur geladenen Gästen offen. Unautorisierte Eindringlinge werden ausgewiesen oder an Ort und Stelle festgenommen. Alter, ich bin gleich tot! Wie stark sind die bitte? Okay, so komme ich da nicht voran. Ekelhaft. Boah, wie viel Leben ziehen die ab? Okay, es gibt nur den einen Weg. Ja, ist ja gut. Dieses Gebiet steht auf Wunsch der örtlichen Hauseigentümer nur geladenen Gästen offen. Unautorisierte Eindringlinge werden ausgewiesen oder an Ort und Stelle festgenommen.